Ich erzähle euch eine der lustigsten Geschichten, die mir im letzten Jahr mit meinem Sohn Finn passiert sind. Es war so lustig. Wir waren am Freitag immer, also wir sind freitags immer bei den Wurzelzwergen, wenn ich nicht auf Tour bin, das ist so eine Art Waldkindergarten, nur so für zweijährige Kids. Und das ist ein bisschen entfernt von unserem Zuhause. Wir waren da, fertig, und fahren mit unserem Auto zurück nach Hause, Johanna, Finn und ich. Und wir fuhren an so einem riesen Parkplatz vorbei, an dem ein Bio-Supermarkt und eine Tankstelle war. Und wir wollten noch kurz einkaufen gehen. Und wir gehen auf den Parkplatz, halten das Auto an, und Finn hatte keinen Bock auf den Bio-Supermarkt. Und dann hat Johanna gemeint, okay, sie geht kurz rein, kauft ein bisschen ein, und ich chill mit Finn auf dem Parkplatz. Gesagt, getan. Er hängt mit mir in seiner weiten Latzhose so rum und schaut mich so ganz süß an. Und auf einmal macht er so ganz große Augen und ich höre so Motorengeräusche. Aber ganz viele. Und auf einmal kommen Motorräder angefahren. Aber nicht 2 oder 5 oder 10, sondern so richtig, richtig viele Motorräder. Und Finn liebt Motoren und Motorräder, und seine Augen leuchten. Und er sagt so, bah, bah, das heißt, da will ich hin, cool, let's go. Und dann kommen diese Motorräder alle auf diesen Parkplatz, auf dem wir abhängen. Wirklich, ich habe sowas noch nie gesehen, es war eine richtige Motorradgang. 60, 70 Motorräder, ein ohrenbetäubender Lärm. Und alle versammeln sich auf diesem Parkplatz, sie sahen richtig wild aus. Alle mit so Ledermontur und so fetten Choppern und so Logos mit toten Köpfen. Und jetzt nicht so besonders lichtvoll, könnte man sagen. Keiner hat gelächelt. Alle haben, alle doppelt so groß wie ich gefühlt, doppelt so breit. Und ich stehe da so mit Finn. Und dann stehen die da auch alle so. Und Finn wieder, bah, und schaut mich an. Und dann checke ich es erst und denke mir so, fuck. Aber schau, ich bin ja sein Daddy. Mein Job ist es, meinem Sohn bei der Entfaltung zur Seite zu stehen. Das heißt, wenn ihn was begeistert, dann gehe ich da mit ihm hin. Solange das jetzt nicht sein Leben riskiert. Ich war mir in der Situation nicht ganz so sicher, aber denke mir so, ja, shit. Weil die sahen echt wild aus und keiner hat gelächelt. Auch Finn ist zuckersüß, wie in seiner Latzhose da so chillt, aber keiner hat gelächelt. Und schaut mich an, ich bin jetzt nicht der klassische Rocker. Und dann nehme ich so all meinen Mut zusammen und gehe mit Finn auf meinem Arm ganz mutig zu der Gang dahin. Lauf auf sie zu und einer kommt auf uns zugelaufen. Auch 2 Köpfe größer als ich, viel breiter, mit so Tattoos und so. Und lächelt immer noch nicht. Ich denke mir, das kann ja lustig werden. Und ich stehe so kurz vor ihm. Und dann steht er so, verzieht keine Miene, steht vor Finn und mir und sagt so, magst du einen Luftballon? Und hält Finn so einen Luftballon hin. Und allein, dass diese Gang Luftballons hat, war der Shit. Da war ihr Logo drauf mit so einem Adler und einem Totenkopf und einer Schlange. Völlig weird. Und dann erzählt er uns was mega krasses. Weil als ich die gesehen habe, als sie da so hinkamen, habe ich gemerkt, wie mein Verstand mir auf einmal so Begriffe in den Raum wirft. Ich habe vor 10, 15 Jahren mein Fernseher aus dem Fenster geworfen und ich meine eigentlich recht frei von so einer Bewertung zu sein. Aber da habe ich irgendwie falsch gedacht, weil mein Kopf, als er die so sah, hat er so Begriffe reingeworfen, so Bandenkriminalität, Waffenbesitz, Drogenhandel, Menschenhandel. Und ich denke so, what? Was ist hier los? Und dann erzählt der Typ mir, nachdem er uns den Luftballon gegeben hat, was die jetzt machen. Und sagt, weißt du, was wir jetzt machen gerade? Und ich denke mir so, ja, ja, ich hätte schon Ideen, aber ich sag's lieber nicht. Und dann sagt er, wir fahren jetzt zu einer Schule, weil an dieser Schule ein Kind gemobbt wird und es wurde gemeldet und wir sind von einem Verein organisiert. Der Verein heißt Biker gegen Mobbing. Und wir fahren mit der ganzen Gang, mit den 70 Maschinen, jetzt zu dieser Schule, holen dieses Kind ab, damit die ganze Schule sieht, dieses gemobbte Kind hat eine Motorradgang hinter sich, und fahren das Kind nach Hause. Das war das, was die gemacht haben. Und dann erzählt er mir das und ich war voll in Flammen. So, boah, ihr seid ja der Shit, Jungs. Ihr seid ja Helden. Er so, ja klar, sind wir Helden, Mann. Und dann hat er mir das erzählt, dieser Verein, den gibt es auch in Österreich und der Schweiz und so. Die organisieren Motorradgangs, die das immer wieder machen. Das ist ein richtiger Aufwand. Die kamen aus ganz vielen Städten zusammen und so und fahren dann zu Schulen und holen da Kinder ab. Und jetzt ist das Krasse, dass diese Info hätte ich ja auch alleine einholen können. Also wenn ich da alleine gestanden wäre, ohne Finn, und die chillen da mit ihren 70 Maschinen, hätte ich ja auch hingehen können, so wie ich aussehe. Hätte einfach so hinlaufen können, so, hey Jungs, was geht ab, was macht ihr? Ja, und dann hätten die wahrscheinlich gesagt, magst du einen Luftballon? Nein, aber wahrscheinlich hätten, das ist jetzt nicht, aber die hätten mir wahrscheinlich ja die gleiche Story erzählt und ich hätte mich
mein Bild wäre neues geworden. Weißt du, und ein 1,5-jähriges Kind hat mein Bild in meinem Kopf komplett transformiert. Vor ein paar Wochen waren wir in Hamburg auf Tour und wir fahren durch den Elbtunnel und neben uns fährt so ein Motorrad. Gibt es 5, 6 Motorräder mit so St. Pauli aufdrucken und so. Und ich denke mir als allererstes, cool, die fahren sicher zu einer Schule und holen ein Kind ab. Weil mein kleiner Sohn den Kopf aufgemacht hat. So, mein Sohn schafft es einfach, Menschen zu öffnen. Das schafft er mit einem Wort. Manchmal steht er vor Menschen, die total grimmig gucken und dann sagt er, hallo. Einfach so, ich kann das gar nicht so krass, aber so, hallo. Und dann sagen die, hallo. Und dann habe ich mir vorgenommen, das teste ich mal alleine. Und manchmal, wenn ich Leute treffe, dann sage ich einfach so, hallo. Und das ist voll basic, die sind dann immer cool zu mir und sagen, hallo. Ich weiß nicht, was und woher, aber hallo, hey. Und das ist so schön, weil das bringt mir ein Kind bei. Und wir können das alle. Wir können alle mit dieser kindlichen Offenheit auf Menschen zugehen und öffnen damit Räume. Um es kurz zu machen, ich stehe auf der Seite von Kindern. Und manchmal müssen wir uns einfach nur erinnern. An unsere Kinder auch.